Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir stellen wieder ein Fahrzeug vor, es ist wieder ein Pössl und zwar eine Jubiläumsausgabe zu 30 Jahre Pössl. Wir stellen euch jetzt hier vor den Trenta. Wir starten hier mit dem altbekannten Cockpit. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr viel sagen. Das ist natürlich das bekannte Cockpit von Fiat oder von Citroën in dem Fall. Den gibt es natürlich auch in beiden Varianten. Ja, hier oben fehlt natürlich die große Ablage, aber dafür hast du hier, wie Marcel das auch schon beweist, viel Stau oder beziehungsweise viel Kopffreiheit. Zu den Seiten, linke Seite als auch die rechte Seite, haben wir hier Staufächer. Also das heißt für gewisse Mappen oder irgendwas, die passen da schon mal hin oder auch ein Handy einfach abzulegen. Ja, schauen wir uns doch mal hier diese. Achso, genau. Von unten gehen die natürlich auf. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal in diesem Fahrzeug, also muss ich das natürlich auch einmal testen. Hier unten haben wir eine kleine, einen kleinen Schließmechanismus, wo man das Ganze aufkriegt. Gar nicht so schlecht. Zwei geteilt, das heißt, wir haben auch eine Trennfach da drinne und dementsprechend kann man das natürlich auch gut voneinander trennen. Macht auf jeden Fall eine hochwertige und gute Verarbeitung, das mit diesem aufgeklebten ja, Aluminium oder was auch immer es ist, das gebürstete Edelstahl oder wie auch immer, macht echt was her. Ja, die Net, denke ich, ganz bekannt. Wir haben die Anbindung natürlich für den Beifahrer dort, das ist gar kein Problem. Unter dem Tisch haben wir wieder zwei Fächer. Zwei Fächer, um wieder Klamotten, Schuhe und was auch immer, was man alles so mitnehmen muss auf eine Reise, mitzuschleppen. Unter der Sitzbank befindet sich hier die Heizung. In dem Fall haben wir hier auch wieder ein paar elektronische Sachen verbaut, wo man halt dann dementsprechend gut rankommt, wenn man eine Sicherung durchfliegt. Und hier der Frostwächter von Truma, natürlich für das Wasser. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir gucken mal zur anderen Seite, weil auch hier haben wir den Kühlschrank, der zu beiden Seiten aufgeht. Einmal zu der einen Seite, einmal, ich muss in der Mitte anfassen, das ist natürlich, macht mehr Sinn, ist besser. Das ist ein Dometics-Kühlschrank, ein Kompressor-Kühlschrank, auch mit Eisfach. Dieses Eisfach kann man scheinbar, glaube ich, auch hier rausnehmen, wenn ich das so richtig sehe. Genau, also altbekannt, aber von außen gut erreichbar und das finde ich persönlich richtig gut. Bedieneinheiten haben wir hier in dem Fahrzeug, also wir kriegen alle Fahrzeuge natürlich mit dieser Duo C Truma, also das heißt dieser ja, Trennung der Gasflaschen und Crash-Sensor Technik und so weiter und so fort. Wir haben hier die Vorbereitung für das iNet-System von Truma. Dazu muss man hier noch eine App-Anbindung, also ein Bluetooth-System noch mit von Truma dazu kaufen. Das kann man aber hinterher ganz einfach nachrüsten. Das bekannte Pössl-Bedienteil, denke ich, kennt auch jeder. Und dann schauen wir doch mal uns an. Wir haben hier zwei getrennte Systeme, also nicht das Waschbecken und der die Gassystem in einem, Piezozündung auf jeden Fall, zwei Flammen Gas und ja, hier haben wir noch eine Steckdose, eine 230 Volt Steckdose und was ich auch richtig witzig finde, was ich in anderen Fahrzeugen schon mal gesehen habe, aber vielleicht macht das ja auch Pössl irgendwann nochmal, hier ist das Waschbecken drunter, hier verbirgt sich ein Brett, dieses Brett hat in manchen Fahrzeugen, also es gibt es von anderen Herstellern, ein Schneidebrett. Also warum das hier eigentlich nicht? Theoretisch ganz einfach, wenn man sich mit Montagekleber einfach ein herkömmliches Schneidebrett draufklebt, was natürlich hier reinpasst in das Waschbecken, da muss man natürlich aufpassen, dann hat man gleich beides in einem und es ist beides gleich gut weggepackt. So, dann schauen wir uns mal die Schubladen an. Eine Schublade für Bestecke und so weiter. Eine weitere Schublade für ja, Teller und Co. Noch eine Schublade für Töpfe und was auch immer man da sonst noch unterbringen möchte. An der Seite ist noch ein Schrank, so ein Hochschrank. Dort haben wir diverse ja, Staufächer, die dann dementsprechend noch gefüllt werden können, auch mit diversen Sachen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal einfach in das Badezimmer rein, beziehungsweise
haben wir hier ja erstmal noch die Küche. Die großen Staubfächer über der Küche sind natürlich nicht zu unterschätzen. Also da geht viel rein. Da kann man gut was mittransportieren. Das ist echt toll. Aber jetzt schauen wir einfach mal ins Bad rein. Ein großer Spiegel, der uns gleich erstmal entgegenkommt. So. Hier muss man allerdings auch wieder aufpassen. Die Tür geht wieder nicht ganz auf. Das heißt, man muss hier wieder vorsichtig sein bei dem Einstieg. Naja, was haben wir hier? An sich Staufächer oben. Hier zu dieser Seite haben wir natürlich auch noch ein Staufach. Auch dieses geht von unten so auf, wie wir es in den anderen draußen schon kennen. Hier unten haben wir noch Staufächer, wo man noch diverse Sachen hinpacken kann. Die Toilette ist klar, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Und ein großes Waschbecken. Das Waschbecken scheint hier wieder mit einer Duschfunktion integriert zu sein. Das heißt, das ist halt dasselbe System. Und ja, hier unten die Bodenplatte mit zwei Abläufen. Finde ich sehr gut gelöst, weil einer nach vorne, einer nach hinten. Das heißt, wenn man mal in diesem mit diesem Fahrzeug etwas schräg steht, dann macht das schon Sinn, auch diese doppelten Auslässe zu haben. Wir machen mit dem Bett weiter. Das Bett, wir haben wieder Trittstufen, das heißt, haben wir auch die Stufen dementsprechend, die wir wieder befüllen können. An der rechten Seite ist die Gasanlage, die man ab- und aufdrehen kann. Dann haben wir hier ein wirklich recht großes Bett. Die Maße, die blenden wir euch gleich nochmal dazu ein. Zur rechten Seite Staufächer ohne Ende. Nach hinten natürlich ein großes Staufach. Und zur linken Seite ist das im Endeffekt eine große Front, die von vorne anfängt in der Küche. Ich zeige euch das nochmal von der Weite her. Die fängt in der Küche an und geht dann komplett bis ans Ende durch diese Staufächer. Also über Stauplatzmangel kann man in diesem Fahrzeug definitiv nicht meckern. Ja, was haben wir noch? Wir haben zur rechten Seite ein Fenster. Nach hinten haben wir auch die Fenster. Die sind jetzt in dem Fall mal zu. Ich kann einfach mal eins aufmachen. Und zur linken Seite haben wir so eine Bullaugen. Eigentlich auch ganz witzig. So Bullaugen-mäßig einmal rausgeguckt. Also für den einen, der eine kann da rausgucken, der andere kann da rausgucken. Wenn da zwei Köpfe rausgucken, sieht bestimmt witzig aus. Ich habe es mir mal wieder gemütlich gemacht, wie immer. Also ein bisschen Faulenzen zu diesen Videos gehört natürlich auch dazu. Also ich mit meinen 1,83 Meter passe hier recht gut her. Das passt ziemlich genau. Die Maße von dem Bett, die blenden wir euch ein. Die sind hier ein bisschen kleiner auf jeden Fall als in den anderen Fahrzeugen, die man so kennt von Pössl. Aber ist auch nicht schlimm. Was natürlich auch nicht zu vergessen ist, ist, wir haben hier noch einen sogenannten Schrank dort drinne. Also das heißt, wir können hier noch einiges unterbringen. In dem Fall Kleider, wenn man mal einen Anzug mitnehmen will oder sowas. Man muss nur hier an der Seite ein bisschen aufpassen, weil das reibt sich, glaube ich, auch schnell mal ab. Also ein bisschen vorsichtig das Ganze behandeln und dann ist das auch top. Der Trenter natürlich recht unspektakulär von hinten. Es ist ein gewohnter Kofferraum, den man halt auch von anderen Fahrzeugen kennt. Zur linken Seite haben wir die Gasflaschen wieder, die dementsprechend zwei Stück beinhalten. Die Kontrolle haben wir hier auch dementsprechend. Ansonsten, das sind noch die Betten, also die Bettverlängerung, die kann man sich vorne wieder reinsetzen. Darunter ist das Holz dazu, wie das bei Pössl auch gewohnt ist, immer oftmals, wenn man das dazu kauft, natürlich dabei. Auch das Fazit darf hier natürlich nicht fehlen. Ich finde es von der Verarbeitung her wieder richtig Bombe. Also alles ist toll verarbeitet, lässt sich alles gut anfassen. Die Optiken sind natürlich mega gut, finde ich persönlich, sehr modern, stylisch hier umgesetzt. Dieser Anthrazitfarbenton mit dem Stahl, diesem, ich sag mal, clean Charakter und dann diesem Holz dazu, hat man sich wirklich gut was überlegt. Kann ich mir durchaus gut vorstellen, dieses Fahrzeug zu haben. Das Bad, da ist halt nur die Sache, wir haben hier nicht dieses Schwenkbad, was wir auch aus dem Summit kennen und lieben wahrscheinlich auch, sondern wir haben in dem Fall hier diesen Duschvorhang. Aber ich sag mal so, wer sagt, okay, das Fahrzeug gefällt mir wirklich so super gut, der kommt mit so einem Duschhang
es gibt ja auch viele, die mit diesem Duschhahn auch gar keine Probleme haben, wirklich gut klar. Und notfalls gibt es ja auch Magneten. Also das soll, glaube ich, nicht das Kaufkriterium für dieses Fahrzeug sein. So, das war's jetzt von dem Video. Das war der Trenta 30 Jahre Pössl, die Sonderedition in dem Sinne. Und wenn euch sowas gefällt und ihr möchtet mehr sehen, dann haben wir da oder da eine Playlist mit anderen Fahrzeugen einfach mal verlinkt. Ja, und wenn ihr nichts von diesem Kram verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einer neuen Folge hier auf Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao!